Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Spielerkette bei Greuther Fürth. Ja, FIFA 21 immer noch Neuland für uns alle. Ich bedanke mich dafür, dass die letzte Folge auch echt super angekommen ist und möchte auch hier wieder ordentlich viele Likes sehen. Die 77, das ist eine schöne Zahl, die habe ich oft gesagt, aber dieses Mal sage ich 80. Wir gehen nochmal 3 Likes hoch. Wow. Würde mich echt freuen, wenn ihr das macht, also unbedingt raushauen. Es ist einfach wichtig zu sehen für mich, dass die Karriere gut ankommt, weil ich wollte ja eine der beiden Karrieren eigentlich beenden, aber bisher kommen beide so gut an, ich muss einfach weitermachen. So, wir gehen wieder ins Training rein. Ich habe ja letztes Mal alles super gespielt, deswegen können wir das immer weiterhin so simulieren, bis wir uns halt einfach verbessern. Ich werde aber mal gucken, dass ich heute vielleicht nochmal ein Trainingsspiel, Verteidigung oder so, mal gucken. Warte, was? Spieler des Monats? Ich bin Spieler des Monats? Nicht dein Ernst, oder? Tatsächlich! LOL! Und ich krieg die ganze Zeit da oben neue Attribute, neue Sachen dazu. Spieler des Monats! Wie geil ist das denn? Yes, Leute, wir haben es geschafft! Krass. Nembech ist auf Platz 1. Die beiden Franken dominieren hier die zweite Liga bis jetzt. Wir spielen gegen Hamburg. Ja, die sind bloß auf Platz 14, obwohl es ja eigentlich wirklich ein Aufsteigerkandidat ist. Ich bin gespannt, wie das Spiel verläuft. Aber Nürnberg ist tatsächlich mit 5 Siegen und nur einer Niederlage mit 15 Punkten, 4 Punkte vor uns. Also selbst wenn wir jetzt gewinnen, können wir sie nicht überholen. Also Chapeau an Nürnberg, nicht schlecht. Ja, wir haben uns mittlerweile auf eine 71er Bewertung schon hochgeschraubt. Also insgesamt, ich glaube, wir haben mit einer 67 angefangen, 67. Also wir haben uns jetzt schon um 4 Werte, glaube ich, gesteigert. Haben aber immer noch eine minus 9. Also ich meine, mit einer 71 könnte ich doch jetzt mal die Position von Sebastian Ernst übernehmen, ganz ehrlich. Ich will ZOM spielen. So, wir spielen zu Hause gegen Hamburg. Hamburg noch ohne Sponsoren. Ich weiß nicht, das ist wieder ein Bug von FIFA. Das Spiel ist ja jetzt noch nicht komplett fertig. Das ist ja nur eine Early Access Version hier. Und dementsprechend, naja, müssen wir da mal drauf hoffen, dass es zur Vollversion dann die Sponsoren gibt. Aber nichtsdestotrotz wird das ein spannendes Spiel, denke ich. Harvard Nielsen, unvergessliche Saison. Er hat ja mittlerweile schon 5 Tore erzielt, der Typ. Ich meine, ein Aufstieg in die erste Liga wäre natürlich ein Traum. Das hat Fürth ja jetzt lange nicht mehr geschafft, in echt. Würde ich gerne hier schaffen, das wäre schon richtig krass. Und dann vielleicht noch zusammen mit Nürnberg, das wäre schon irgendwie heftig. Aber das ist natürlich noch ein langer, langer Weg. Mal gucken. Aber bisher läuft es für uns halt echt gut. Sind in jedem Spiel gut drin, noch ungeschlagen. 3 Siege, 2 Unentschieden. Also, wenn es so weitergeht, dann ist es eine Mega-Saison. Und das ist ein Tor! Ein Mega-Ding. David Raum, glaube ich, war es. Aus einem Eckball. Wie geil ist das denn? Das ist Paul Seguin. Ah, sehr schön. Raum mit der Ecke, glaube ich. Aber Seguin mit einem wunderbaren Kopfball. Ich sag ja, wenn das so weitergeht, ne? Erstes Saisontor. Nice one. Richtig, richtig geil. Und jetzt den Spiel, den Pass auf Harvard Nielsen. Und er trifft tatsächlich wieder. Im letzten Spiel hat er, glaube ich, gar nicht getroffen. Aber er hat mal einen Doppelpack erzielt. Und jetzt ist das 6. Spiel und sein 6. Saisontor. Und das ist unglaublich nice. Richtig, richtig geil. 2:0 gegen Hamburg. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch, aber scheinbar sind die ja nur auf Platz 14 und extrem schlecht. Und wir sind ja extrem gut bisher. Dementsprechend ist es dann wieder definitiv gerecht. Und das ist mein nächster Scorerpunkt. Müsste mein 3. sein, glaube ich. Und da ist der Anschluss. In der 38. Spielminute Aaron Hunt. Glücklich. Mit die erste Chance von Hamburg. Und dann auch noch an den Pfosten. Komm schon. Schön gegrätscht, aber den Ball immer noch nicht. Ah doch, perfekt. Ich habe ihn tatsächlich bis zu einem Einwurf für uns gebracht. So, Halbzeit. 2:1. Ja, das Gegentor hätten wir jetzt nicht gebraucht, weil wir eigentlich deutlich besser sind. Aber gut.
Oh, Düsseldorf liegt auch hinten. Die sind ja punktgleich mit uns. Das ist richtig, richtig nice. Oh, schöner Pass. Schöner Pass auf Green. Oh. Oh, es gibt Elfmeter. Gefühlt in jedem Spiel. Ihr wollt, dass ich Handspiel anlasse. Und dass der wieder rumhüpft, Alter, ohne Spaß. So, da sehen wir die Szene. Nielsen köpft da den Ball an die Arme von dem Verteidiger. Ich weiß ja nicht, wer es war, Leibold. Ja, kurze Distanz, in echt gäbe es den Elfmeter nie. Hier in FIFA schon. Und das ist der zweite Elfmeter, der reingeht. Ganz, ganz viele, die schon vom Torwart gehalten wurden. Branimir Hrgota mit dem ganz, ganz wichtigen 3:1. Oh Gott, Eigentor von Mergi Mavrai. What the fuck? Oh, was machen die denn? Das war ein Eigentor vom Allerfeinsten. Ja, sauber eingenetzt. Was der Torwart da gemacht hat, habe ich nicht ganz verstanden. Der hat auch vorhin schon irgendwelche Faxen gemacht. Also keine Ahnung. Ja, wieder der Anschluss. 3:2. Oh mein Gott. Das muss jetzt nicht sein. Wir haben uns das wirklich verdient, hier 3 Punkte mitzunehmen. Hamburg deutlich schlechter. Das müssen wir hier gut verteidigen. Jawohl. Komm schon. Nochmal nach vorne. Nochmal nach vorne. Und ich bin mittendrin. Aber ich werde umgegrätscht. Aber das sollten trotzdem 3 Punkte sein. Yes! Wichtig und absolut verdient. 2 Gegentreffer waren schon eigentlich viel zu viel. Nice one. 6 absolvierte Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen. Das heißt 4 Scorerpunkte schon. Ziemlich, ziemlich nice. Ich weiß natürlich nicht, ob hier auch DFB-Pokal mit einzählt. Wahrscheinlich schon. Aber es ist richtig, richtig geil. Und jetzt spielen wir gegen VfL Bochum. Und wir blicken nochmal ganz kurz auf die Tabelle, wo die denn stehen. Wo sind die denn? Ah ja, hier auf Platz 7. Ich dachte, die sind weiter unten. Auf Platz 7, ja, das ist in Ordnung. Wir sind immer noch auf Platz 2. Nürnberg noch uneinholbar. Die haben auf jeden Fall ordentlich Bock, Fußball zu spielen. Hannover punktgleich mit uns. Und ja, wir werden auf jeden Fall nicht hinter die kommen, weil die haben ihr Spiel schon gemacht. Aber müssen wir natürlich aufpassen und ein bisschen beobachten. Mal gucken. Ja, jetzt haben wir schon eine 72, kriegen aber trotzdem minus 10, weil wir eben defensiv spielen. Also mit einer 72 nicht die Wunschposition zu bekommen, gegen einen, der eine 67 hat, frech. Aber man sieht, dass wir echt ein junges Talent sind, das richtig, richtig gut ist. Weil wir haben uns schon so gut verbessert innerhalb von 2 Monaten oder so. Also es ist schon echt krass. Und die erste Chance in der 8. Minute ist direkt drin. Bochum führt. What the fuck? Das ist 100% typisch Burchard im Tor. Weil bei so einem Kopfball springt er nie. Er probiert es quasi gar nicht, dahin zu gehen. Oh, der hat auch schon 4 Saisontore, also keine schlechte Leistung von ihm. Ja, und Bochum macht uns direkt Druck. Das ist krass. Ja, das ist echt krass. Die wollen uns scheinbar schlagen. Wir sind ja immer noch ungeschlagen. Ich will das eigentlich auch bleiben. Und Bochum kommt schon wieder. Wieder über die Außen. Wieder setzt er sich durch. Und ganz, ganz knapp. Eieiei. VfL Bochum hat auch Fangesänge. Zumindest so ein bisschen. Man hört ein bisschen VfL im Hintergrund. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Auch wenn es nur so ein paar kleine Fangesänge sind, die wirklich nur so 2, 3, die wirklich nicht besonders krass klingen oder so. Trotzdem finde ich es schöner, als wenn es nur irgendwelches Gegröle ist. Nürnberg habe ich auch mitgekriegt. Vielleicht schauen ein paar Nürnberger hier zu. Hat auch Fangesänge und auch das Stadion ist ja original mit dabei und alles. Also habe ich mir mal angeguckt, sieht echt extrem cool aus.
und hört sich extrem geil an. Also mit Nürnberg kann man auch gut spielen. Bin natürlich jetzt Fürth-Fan, deswegen habe ich jetzt keine Karriere mit Nürnberg gestartet, aber ja. Trotzdem habe ich nichts gegen Nürnberg und habe mir das mal angeguckt. Das ist wirklich nice. Halbzeit. Wir liegen hinten. Also aktuell, es läuft zwar nicht schlecht, aber es wird immer schwieriger. Das merkt man schon. Oh, da geht die Lücke auf. Bochum ist wieder da. Sascha Burchardt. So, come on, wir sind immer noch im Ballbesitz. Sehr schön. Neue Position Stürmer, das feiere ich auch. Das ist wie gegen Düsseldorf. Oh, jawoll! Wir haben die neue Position Stürmer und direkt hauen wir den Kopfball rein. Und auch noch einen Kopfball. Wie schön war das denn? Gegen die Laufrichtung des Torhüters. Richtig schön reingeböllert. Ja, Mann, das sah richtig gut aus. Leute, schreibt mal rein, wie ihr das Tor fandet, aber das finde ich realistischen Zweitliga-Fußball. So eine schöne Flanke. Und das ist mein zweites Tor. Und so will ich das sehen. Ich bin ja eigentlich ZOM. Jetzt darf ich Stürmer spielen. Stürmer heißt ja scheinbar auch Mittelstürmer. Das heißt, ich bin eigentlich alleiniger Stürmer. Das ist schon krass. Dafür, dass ich einfach ZDM die ganze Zeit spiele, plötzlich dann alleiniger Stürmer. Ich gehe ein bisschen mit zurück, kann jetzt vielleicht mal einen guten Pass spielen. Na, schade. 1:1. Immerhin haben wir hier noch den Ausgleich gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig und es war wirklich ein schönes Tor, fand ich von mir. Aber nichtsdestotrotz haben wir nur einen Unentschieden wieder gespielt. Immer noch ungeschlagen, das ist Wahnsinn. Das ist so ein siebtes Spiel und wir sind immer noch ungeschlagen. Das ist unglaublich krass. Ja, wir lassen das Training jetzt heute nochmal so. Ich kann da gerade nicht viel verändern, habe ich sogar gerade mal nachgeguckt. Und ich meine, wir verbessern uns ja unheimlich. Das heißt, come on. Ja, Leute, ich bin ja jetzt in die Oberpfalz gezogen mittlerweile. Da nochmal der Hinweis an meinen Zweitkanal. Wenn ich das nicht vergesse, dann rechts oben beim i vorbeischauen. Da kommen ganz interessante Videos und hoffentlich auch bald dann eine Roomtour bzw. Umzugsvlog oder sowas. Das wird ziemlich, ziemlich cool. Und ja, ich bin ja wie gesagt in die Oberpfalz jetzt gezogen, zwecks Studium und so. Und da bin ich jetzt sehr nah an Regensburg dran. Und finde das natürlich jetzt cool, hier gegen Regensburg zu spielen mit Fürth. Halbzeit. 0:0. Ist eigentlich gar nichts passiert. Wir haben mehr Ballbesitz, aber es ist gar nichts passiert. Oh nein, ei, das war auch ein hartes Tackle. Jetzt wird's kritisch. Sascha Burchardt. Gott sei Dank. Ja, in den letzten Spielen sind wir nicht mehr ganz so sicher. Es geht nicht mehr ganz so viel. Man merkt, die Fitness lässt jetzt schon nach. Wir haben einfach die ersten Spiele zu viel Gas gegeben. Haben natürlich auch eine super Punkteausbeute. Ich meine, wir sind ja auch jetzt nicht auf dem schlechten Weg. Es steht ja nur 0:0. Aber es geht nicht mehr so easy wie bisher. Ich habe jetzt nur die Hoffnung, dass der Trainer dadurch wieder sagt, hey, Mike, spiel doch bitte Stürmer. Das fände ich ziemlich geil. Oh Gott. Und Sascha Burchardt ist der größte Held. Oh. Ja, jetzt ist es neue Position Stürmer. Jetzt ist es wieder soweit. Freue ich mich drauf tatsächlich. Würde ich natürlich auch gerne mal von Anfang an spielen. Aber bitte jetzt kein Gegentreffer. Alter. So, come on, Jamie Leveling. Ah, da gibt es eventuell Elfmeter. Jetzt ist nur die Frage, wer schießt den? Wenn ich ihn schieße, ist es schon eine Ehre für mich, aber ich werde ihn wahrscheinlich verschießen. Und das ist mal wieder ein Handelfmeter. Wir haben es Minimum zweimal pro Folge. Nicht in jedem Spiel, aber in jedem zweiten ungefähr. So, hier sehen wir nochmal die entscheidende Szene. Nahe Distanz wieder und ziemlich kurios alles, aber naja. Okay, Jamie Leveling schießt. Zum Glück nicht ich. Ist zwar ein bisschen, ja,
schon Ehre verloren, sag ich mal. Aber es ist egal, denn es ist die Führung in der 88. Spielminute. Und alle Regensburger Spieler fallen wie ein Baum. Denn das ist so ziemlich die Entscheidung. Nice, Jamie Leveling macht sein erstes Tor. Wie gesagt, ich hätte auch gerne einen Elfmeter geschossen, aber ich hätte ihn wahrscheinlich verschossen. Deswegen besser ist es, dass es jetzt so passiert ist. Weil das sind 3 Punkte. Das heißt, wir sind dann wieder auf Platz 1 und überholen unseren Rivalen Fürth, Nürnberg. Eieiei. Knappes Ding. Aber sehr erfolgreiche Folge dann wieder mal. Ja, da ist der Abpfiff. Ich krieg keine Chance als Stürmer. Aber das ist egal. Ja, in diesem heutigen Spiel war Sascha Burchert einige Male zur Stelle und hat uns wirklich weitergeholfen. Ansonsten haben wir dann 0-0 lange gehalten. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es ein Unentschieden wird. Und so haben wir weitere 3 Punkte eingefahren, sind extrem, extrem gut. Und ja, auch wenn es knapp war, trotzdem eine super, super Leistung von uns. Und dementsprechend stehen wir wieder auf Platz 1. Wahnsinn, habe ich niemals mit gerechnet, finde ich echt krass. Ein Training können wir tatsächlich noch reinböllern und mal gucken, ob wir uns hier noch ein bisschen verbessern. Also zumindest so kleine Attribute werden weiter gestärkt. Das nächste Spiel gegen Heidenheim ist tatsächlich schon direkt, nur noch ein paar Tage dazwischen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Mit dieser tollen Tabelle verabschiede ich mich jetzt und würde sagen, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Unbedingt ein Like da lassen, abonnieren, falls ihr neu seid und es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.